So, grüßt euch, Wachtelfreunde. Und zwar hier mal mein selbstgebauter Brutkasten. Die gekauften Geräte sind irgendwie alle Schwachsinn, außer der höheren Preisklassen. So, Steuerung, Kühlung, Heizung, Temperaturregelung und Lüfter. Die Kabel werden natürlich noch ordentlich verlegt, das ist erstmal nur provisorisch. Ringsum schön Dämmung, Kasten aus Holz. So, und drinnen mit Lüftung und Hitzebleche und Glühbirnen. Ich habe 4 reingebaut, 3 reichen aus, eines Ersatz. Die habe ich jetzt locker gedreht. Hier unten die Wendung, die Steuerung, dafür muss ich noch einbauen. Aber ich habe es erstmal reingestellt, passt 2-mal rein. So. Bin ganz stolz auf den Kasten. Sieht auch nicht schlecht aus. Temperaturen habe ich schon mal getestet, einwandfrei. Selbst bei Stromausfall, nach einer halben Stunde hat das Ding immer noch über 30 Grad. Also das Ding ist wirklich saumäßig gut gedämmt. Ja, wie gesagt, wer sowas bauen will, hier die Anregung dafür. Danke fürs Zuschauen. Ja, ist mal ein relativ kurzes Video. Ach, da kommt noch was. Fällt gerade noch was ein. Das hier wollte ich euch noch zeigen. Noch 3 Tage. 2 Zwerghühnereier. Und dann noch, da hinten liegen noch Wachteleier drin. Das ist wie gesagt der Brutkasten, wo ich nicht so zufrieden bin. Temperatur sehr ungenau und große Schwankungen. Ja, mal sehen, was hier schlüpft. Wenn ihr mir den Holzkasten, den ich halt gebaut habe, Temperaturschwankung 0,3 Grad plus hoch und runter. Also nicht der Rede wert. Hier hast du Schwankungen drin zwischen 3 und 4, 5 Grad. Und da bis 0,3. Ja, selbst gebaut ist selbst gebaut. Danke fürs Anschauen.